Über den Dächern hängt ein blutorangener Mond. Ein kleiner Dieb auf Streifzug hofft, dass es sich lohnt. Tada! Hallo, herzlich willkommen, Juliane Herzberg, heute in meiner Sendung. Du bist Schauspielerin und leitest das Theater La Lune, wo wir gerade sitzen, im Stuttgarter Osten. Und hast mich vor diese schwierige Aufgabe gestellt, aus Tommy Mammels Buch Songs für ein Leben in Color die ersten Zeilen zu zitieren. Warum? Weil Tommy Mammel mein Lieblings-Songwriter ist und ich jeden Samstag das Vergnügen habe, dass er auf dieser Bühne hier singt und spielt und entertaint. Und für alle, die meine Sendung kennen, wir waren letzte Woche bei euch im Theater La Lune und haben über euch einen kleinen Bericht gemacht. Dann habe ich dich kennengelernt und habe gesagt, ich muss mit dir unbedingt quatschen. Du bist so eine außergewöhnliche Frau. Du leitest das Theater, das ist das eine. Du bist Schauspielerin und wir sitzen hier nicht zu zweit, sondern wir sitzen zu dritt mit einem Gast, der noch nicht auf dieser Erde ist. Du bist schwanger, hochschwanger. Ja, also 7. Monat, gefühlt kommt's morgen. Du wuselst hier rum, als wenn du nicht schwanger bist. Ist das, kannst du nicht anders? Kannst du nicht pausieren? Ja, es ist irgendwo ein Muss. Ja, und ich sag mal, so schön es hier ist, ich habe auch ein bisschen Klotz am Bein mit dem Theater. Das heißt, ich bin ständig auf der Suche nach Leuten, die mitmachen, die mich unterstützen und die auch Verantwortung übernehmen. Und es ist sehr schwierig, diese Menschen zu finden, wo man sich auf längerfristig wirklich drauf verlassen kann. Und deshalb bin ich immer noch am Start. Aber ich bin schon dabei, Arbeit abzugeben. Es ist Arbeit, Arbeit abzugeben. Aber wird schon. Stehst jetzt auch tatsächlich das allerletzte Mal auf der Bühne, ne, bevor es dann in den Mutterschutz geht. Genau. Das können wir schon mal verraten, in deinem eigenen Theater am Freitag. Also man wird sehen, ein Stück über die Eifersucht. Es ist ein zeitloses Stück. Mhm. Und was ich so wichtig finde, ein Stück mit Happy End. Immer wichtig. Ich finde, das Ende ist sowieso immer das Allerwichtigste, egal was du guckst. Weil das kannst du suchen in der Theaterlandschaft heutzutage, ein Stück mit Happy End gibt es kaum noch. Ja. Alle machen sich fertig, am Ende stirbt man. Also, und das ist eben diesmal nicht der Fall. Und man denkt aber die ganze Zeit, oh Gott, das endet dramatisch. Ist aber nicht. Du bist eigentlich nie länger an einem Ort geblieben, außer jetzt. Mittlerweile bist du in Stuttgart angekommen. Aber wie kam es, dass du überall rumgereist bist? Ja, wie sage ich mal, ein bewegtes Leben. Das fing damit an, dass ich in der DDR geboren wurde und wir sind vor der Wende, bevor die Mauer fiel, eben abgehauen. Ja, das war ein ganz schöner Trip, weil ich und mein Bruder, wir wussten gar nicht, dass wir nicht zurückkommen. Wir dachten, wir fahren auf eine Hochzeit nach Ungarn und meine Eltern hatten das richtig geplant. Also das, die durften uns auch nichts sagen, damit wir uns nicht verplappern. Ich war damals 9 Jahre alt. Und dann gab es verschiedene Stationen. Ja, und dann sind wir 93 nach Frankreich mit meinen Eltern in den Urlaub. Und dort habe ich eine wunderbare Begegnung gemacht und habe meine Mama dort kennengelernt in Frankreich, die mich sozusagen adoptiert hat und habe dort über die Jahre hinweg diese Beziehung aufgebaut. Und bin irgendwann, war klar, Avignon, da hat sie gelebt in der Nähe, ist ja die Theaterstadt und ich wusste ja sowieso, seit Geburt möchte ich Schauspielerin werden und das habe ich dann dort in Angriff genommen mit meiner Maman. Das heißt, nach vielen Umwegen bist du dann letztendlich in Stuttgart gelandet. Ja. Und wie findest du es bei den Schwaben? Ich muss sagen, je länger ich hier bin, umso besser finde ich es. Und jetzt ist es ja nicht nur so, dass du dich entschieden hast, dein Leben in Stuttgart zu verbringen und hier mit deiner Familie dich anzusiedeln, sondern du hast auch wirklich dich dazu entschieden, die Kultur in Stuttgart mitzuprägen. Darüber reden wir jetzt gleich noch. Vorher möchte ich mit dir über meinen nächsten Beitrag kurz reden. Schon mal Poetry Slam gehört, schon mal in der Veranstaltung gewesen. Ja. Und? Deins oder nicht so deins? Man sagt ja, das liebt man oder das hasst man. Ich besuche gerne Poetry Slams und bin, wenn das ein guter Beat ist, finde ich, ist eine gute Sache. Ja. Poetry Slam, falls Sie überhaupt gar keine Ahnung haben, was da sein sollte, dann schauen Sie jetzt mal rein. Poetry Slam ist, da stehen ein paar junge, tolle, neue Talente und erzählen uns ein paar kleine Geschichten, die zum Nachdenken sind. Manche sind lustig und manche sind einfach nur interessant. So würde ich das erklären. Eine bunte Mischung aus Sprachgewandtheiten. Ich würde es so sagen, da kommen Poeten, die einen Text vortragen und der wird dann vom Publikum bewertet. Worauf stehst du denn bei Männern?
fragt sie mich. Und ich fühle mich hier fehl am Platze, denn das Einzige, was mein Visier auch nur peripher tangiert, ist der Opa mit der Glatze, der seit 10 Minuten schon auf die Getränkekarte stiert. Denn mein Paarungswille regt sich nicht bei maskulinen Muskelwesen. Vielmehr suche ich ein starkes Hirn hinter einer hohen Stirn. Ich stehe auf Typen, die lesen. Egal wie groß die Menschenmassen, durch die ich mich bewege, da stoße ich auf Fronten so hart wie Beton, die scheinbar jeden umgeben, mit grauen Vorhängen vor den Augen und dem Anschein, der blind grinsend durch Straßen zuckt. Hier, wo du zählst, wie du äußerlich dort bei anderen draußen ankommst, doch es gleicht, du gleichst irgendwie nur Beton. Poetry Slam ist ein Autoren-Autorinnen-Wettstreit. Es gibt nur 3 Regeln, an die sich alle halten müssen. Der Text muss selbst geschrieben sein, es gibt ein Zeitlimit und keine Requisiten auf der Bühne. That's it. Wir machen weder Vorgaben zum Genre noch zum Inhalt. Ob es sich reimt, ob es lustig ist, traurig, nachdenklich, abgelesen, frei vorgetragen, völlig egal. Wichtig ist nur, dass es irgendwie der Funke aufs Publikum überspringt, denn es ist immer ein Wettbewerb und das Publikum stimmt immer ab. Ein Text braucht Geist und Inspiration. Ich bedanke mich bei dem unbekannten Studenten, der mit seinen Kommilitonen durch die Karlsruher Innenstadt zog und mir diese Inspiration entgegenschrieb. Er streckte die Arme gen Himmel und rief: Ich bin jetzt Akademiker, ihr Wichser! Das ist die konkreteste Beschreibung von persönlichem Bildungserfolg, die ich jemals vernahm. Ist ja nicht nur der Text, gute Texte reichen. Es reicht auch nicht, wenn man die mit Freude vorträgt. Da muss man einfach komplett dabei sein und man stellt sich ja auch dem Votum des Publikums und das geht ja auch mal in die Hose. Also man muss das ganze Ding so mögen, wie es halt ist. Ich will, dass dieses Projekt Ende des Monats abgeschlossen ist, sagte der Finanzvorstand eines großen deutschen Unternehmens bei einer internen Sitzung. Man klärte den Herrn auf, dass das nicht möglich sei, worauf er Folgendes erwiderte: Die Richtung, in die sich dieses Gespräch entwickelt, gefällt mir nicht. Als mir mein Bekannter diese Anekdote aus seinem Arbeitsleben erzählte, da dachte ich, wo hat er denn das Wollen gelernt? Der Herr Finanzvorstand, so als Kind, stand er mit seiner Mama im Supermarkt an der Kasse und sagte: Mama, ich will jetzt dieses Überraschungsei. Die Mama so: Nein. Und der kleine Herr Finanzvorstand in Spe: Mama, die Richtung, in die sich dieses Gespräch entwickelt, gefällt mir nicht. Ich war sehr beeindruckt über das, was die Künstler da leisten. Also eine tolle Sache. Ich bin auch sehr beeindruckt, was du leistest. Wie kommt man dazu, ein eigenes Theater zu gründen? Meine Intention war eigentlich, einen Ort zu finden, wo ich ein bisschen schreiben kann, wo ich mich zurückziehen kann. Ich habe eigentlich seit Jahren im Stuttgarter Osten sowas wie einen Büroraum gesucht, wo ich dann auch mal vielleicht Lesungen machen könnte oder so. Und just gegenüber dieses Etablissements habe ich gewohnt. Und irgendwann wurde diese Bäckerei hier frei zu vermieten. Ich bin rein und wusste sofort, das ist es. Ich habe es gesehen, wie es aussehen wird. Und es sah wirklich anders aus als jetzt. Wir sitzen im ehemaligen Kühlraum und es war alles ganz anders. Aber dann bin ich da so reingewachsen und es ist schön und ich habe wunderbare Menschen um mich herum, die das alles möglich machen. Ja, also klar bin ich die treibende Kraft irgendwo, aber ohne diese Menschen, das ist ein Theater, so, man sitzt in einem Boot. Und auch noch etwas, was ich sagen muss, das Kulinarische, was mir ja auch sehr wichtig ist, ne? Durch meine ganzen Reisen und auch die Zeit in Frankreich, auf den Märkten in der Provence, wo alles duftet und wo alles frisch ist. Einfach auch zu experimentieren mit den Gewürzen und die Leute zu überraschen und zu sehen, es funktioniert, die passende Suppe zur passenden Veranstaltung. Ein syrisches Konzert mit einer palästinensischen Kichererbsensuppe mit Harissa. Dein Mann ist Syrier, das heißt, den Einfluss hast du auch noch, ne? Also ja. Das ist ja wirklich multikulturell bei euch. Ja. Also wir sprechen zu Hause auch 3 Sprachen. Sprichst du auch noch Syrisch? Ich habe lange Zeit mit der arabischen Sprache, also ich... Dieses Fusha, das klassische Hocharabisch, wäre für mich kein Problem. Ich schreibe es, ich lese es,
aber es spricht keiner. Okay. Und das ist das große Dilemma. Okay. Die sprechen, also Syrisch ist komplett ein anderer Akzent als Hocharabisch, Ägyptisch wieder anderes. Und ich habe ja, mein bester Freund ist Palästinenser, ich bin sehr nach Palästina orientiert, das beeinflusst auf jeden Fall. Was ist dein Wunsch für deine Zukunft? Mein Wunsch für meine Zukunft ist, dass ich ein bisschen schneller ruhig werde. Mhm. Also da arbeite ich schon dran, nicht immer auf Highspeed zu sein. Und noch mehr Barmherzigkeit für andere Menschen und für mich selber. Wow. Das möchte ich gern lernen. Das ist hart, aber wenn man hart mit sich selbst ist, dann ist man auch oft hart mit anderen. Und das möchte ich gerne ändern. Sehr schön. Ja. Wir sind schon wieder am Ende meiner Sendung. Wir enden immer mit Veranstaltungstipps. Einen gebe ich, einen gibst du. Und du darfst natürlich anfangen und darfst in die Kamera sagen, wo man unbedingt mal hingehen sollte. Ja. Man sollte unbedingt einmal ins Studiotheater an der Dobler Straße gehen, zu Esther Bernhardt und Christoph Küster. Und dort läuft ein wunderbares Stück ab dem 1. Februar, 1. 2. Februar in dieser Woche, 20 Uhr, The Trump Trial über Donald Trump. Also ich finde ja immer, Theater mit Inhalt, das macht Sinn. Und was ich empfehlen kann, ist, am Samstag findet eine tolle Winterwanderung statt. Das Ganze heißt Winterglühen. Man geht durch die Weinberge in Stuttgart, gibt danach leckeren Glühwein, es gibt Chili und das Ganze am Kaminfeuer. Und auf der Internetseite, die wir jetzt einblenden, können Sie sich anmelden. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Und jetzt wäre es mir ein Fest, wenn du so viele Sprachen sprichst, dass du unsere Zuschauer vom Puls-Magazin vielleicht entweder auf Französisch oder auf welcher Sprache du auch immer willst verabschiedest und irgendwie einen schönen Tag wünschst. Ja, okay. Also merci beaucoup d'être avec nous. Hasta luego. Ahlan wa sahlan. Marhaba wa ila liqa. Ade.